Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo, ich habe jetzt noch ein bisschen was herumprobiert. Ich hoffe, dass jetzt diese Bildfehler wirklich verschwunden sind. Das ist mir noch nicht so ganz gelungen. Ich weiß, glaube ich, jetzt auch, an was das gelegen hat. Ist ein bisschen peinlich, wenn ich das so sage, aber das lag tatsächlich an meinem Aufnahmeprogramm. Und zwar sollte man nicht unbedingt bei so einem älteren Spiel wie Gothic mit 60 Framerate aufnehmen, sondern da reichen voll und ganz 10. 15 ist sogar zu viel. Also theoretisch, laut meinen Probeaufnahmen, sollte das jetzt weg sein. Ich hoffe sehr, dass es wieder ganz selten vorkommt und im besten Fall gar nicht. So, auf jeden Fall das zu dem einmal. Also Entschuldigung für die ersten 10 Parts, die mir nicht so gut gelungen sind, aber ihr seid so lieb und so rücksichtsvoll. Danke für eure lieben Kommentare und ja, ich nehme es mir nicht mehr zu Herzen, aber trotzdem, solche Sachen ärgern mich und ich hoffe, dass ich es jetzt hinbekommen habe, dass das weg ist. So, dann ist es für euch noch schöner zu schauen. So, wir sind hier in der alten Mine nach wie vor. Stellt ihr vor, nach wie vor sind wir in der alten Mine, haben die Lagerräume ausgeplündert, schön brav und fürsorglich. Und werden jetzt wahrscheinlich einen recht großen Anschiss kriegen von den Schatten und den Gardisten da unten. Weil wir die ja verarscht haben, ne? Und ich fürchte, Ian wird uns da auch wahrscheinlich ein bisschen böse sein. Schauen wir mal, ob wir das jetzt überleben, ne? Guten Tag, die Herren. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Was? Hey, vermisst du nicht deinen Schlüssel? Hey, vermisst du nicht deinen Thronschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Mhm. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Bitteschön. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Danke. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Macht nichts, kannst ruhig, deine Truhe ist eh schon leer. Next one. Servus, Ian, der Chef von der alten Mine. Wie geht es Ihnen? Er muss zuerst fertig trinken. Servus, er muss sich erst stärken, bevor er sich mit uns unterhält. Bist du Ian, der Chef der Mine? Diego schickt mich, ich soll die Liste abholen. Na, zuerst einmal schön förmlich. Bist du der große Macker hier? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ich versuch's mal. Ist das nicht Gomez' Mine? Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Das hast du gut gemacht. Kannst du mir ein paar Tricks, paar Takte zur Erzförderung erzählen? Ja. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Und wenn wir uns an den zweiten Teil erinnern, kann König Roba von Glück reden, wenn er noch 2 Erzbrocken kriegt pro Mine. So, ne? Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit dem berühmten Mithril. Denke ich mal, ist ja auch so ein mysteriöses, mystisches Erz, Eisen. Da rühmen sich ja Legenden darum, dass daraus sogar das legendäre Excalibur geschmiedet worden sein soll. Jo. Dabei meint man, dass es wahrscheinlich so eine Art, ja, wie soll man sagen, eine robustere Art von Stahl oder generell Stahl sein hätte sollen. Weil damals waren angeblich die Waffen nur aus Eisen. Und da ist halt Stahl schon ein bisschen Kamotter, ne? Naja, könnte aber auch eine
eigentliche Form von Tamast sein, tatsächlich. Da streiten sich die Geister sozusagen. Aber wie wir ja wissen, Tamast ist ja kein Erz, kein Metallerz, sondern eine Falttechnik der Schmieden, also vom Schmied, damit mehrere Lagen des Erzes, des Eisens gefalten werden und somit eine gewisse Elastizität und Stärke der Klinge entstehen soll, so irgendwie, ne? Je nachdem, was man machen möchte. Darum kosten auch diese Damastmessern für die Küche ein kleines Vermögen, wenn man ein anständiges nimmt. Wobei es auch Fake-Damastmesser gibt, die kosten dann Schaß. Und das Erz, was sie dafür verwendet haben, ist der größte Schrott. Warum ich das weiß? Weil wir uns vor kurzem erst so ein Messerchen gekauft haben. Das ist echt ein Unterschied. Komplett leicht, muss ich echt sagen. Also kein Vergleich zu einem normalen Messer. Also wirklich sehr, sehr leicht. Und damit kann man Fleisch und Fisch und auch Gemüse, also wow, schneiden. Puh. Also so eine richtig schön weiche Tomate, das geht durch wie Butter. Also echt beeindruckend. So, wo waren wir? Entschuldigung. Erzähl mir mehr vom Erz. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. Oh. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Jo, schön, aber das ist ja dann eigentlich nicht dienlich, ne? Was für eine Verschwendung. Naja. Erzähl mir von der Mine. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werde es mir merken. Ich habe noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Warte, ich habe noch was. Und zwar, ich bräuchte eine bestimmte Liste. Diego schickt mich. Ja. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Jawohl. Für die. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich versuch's mal. Aber nur ein bisschen ist erlaubt, oder? Warte mal, Junge. Wenn du dir hier nützlich machen willst, hätte ich da was zu tun für dich. Ach so? Ja, gern. Und was? Vor einiger Zeit ist einer der Butler verschwunden. Der Typ hieß Garrett. Aha, der spielt wahrscheinlich Geige. Er arbeitet lange im Hauptschacht, unten bei den Schmelzen, als wir vor einiger Zeit von einem irgendwas. Okay, wenn er irgendein Butler wäre, wäre es mir egal, dass er weg ist. Leider hat der Kerl aber eine Menge Erfahrung gehabt und ist nützlich für uns. Hör dich mal um und sieh, ob du ihn findest. Würde mir sogar eine Belohnung wert sein. Fang am besten bei den Butlern an, die wissen am besten Bescheid. Okay. Okay. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay, bei dem Butler, Garrett. Ich meine, der ist Hey du. jetzt, der spielt Geige. Wie sieht's aus? Wie Mine das sagen, wer weiß was, erzähl was von der Mine. Machen wir mal das. Erzähl mir was von der Mine. Es gibt einen ganzen Haufen Höhlen, in denen auch noch Erz zu holen ist. Aber die Crawler machen die Arbeit darin unmöglich. Zu viele Angriffe, zu viele Verluste. Okay. Der weiß nichts. Vielleicht dieser. Ach, wie hieß er schnell? Grimm? Oder ich muss ganz unten anfangen. Hauptschacht. Ich schmelze, meinten sie, ne? Ich gehe mal runter. Ich hoffe, ich bringe mich nicht um dabei. Ich werde auch kurz speichern. Darüber sollten wir nicht gehen. Da sind doch schon zwei Templer. Da drinnen sind nämlich Minecrawler. Welchen Spielstand wähle ich denn? Mache ich noch einen neuen? Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir das voll. Spielstand 11. So. Zwar könnte ich die ersten sieben, also ich könnte eigentlich alle wieder überspeichern, aber wenn ich Platz habe. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ja, ich bin so eine. Ich lerne wirklich gar nichts dazu. Hallo, die Burschen. Ich nehme mal den Höllenpilz.
Höhlen. Servus, Gornaba. Hey, was weißt du über die Minecrawler? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Ja, das wissen wir vielleicht später. Danke für Möge die Info. Möge der Schläfer dich schützen. Lieber nicht. Ich schütze mich lieber selber. Und da unten ist schon so ein Drecksviech. Was liegt an? Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Ja? Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Ja. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Ja. Guru ist gut gesagt. Goka wäre besser. So, der Höllenpilz und noch ein Höllenpilz. Das nehmen wir mal lieber mit. Guten Abend, Herr Butler. Wer hat hier das Sagen? Nein, das bringt mir nichts. So, wo ist denn dieser Garrett? Beziehungsweise, gibt es hier bald mal jemanden, der mir was dazu sagen kann? Wahrscheinlich unten bei der Schmelze. Noch ein Höllenpilz, noch ein Höllenpilz. Hallo, Herr Gardist. Der weiß auch nichts. Einmal Rabenkraut. Soll ich mich da nach hinten wagen? Das könnte mir den Kopf kosten. Ich speichere mal. Sind wir eh schon ein paar Meter weiter gekommen? Dann gucken wir mal. Na, 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 na. Wenn ich sterbe, kann ich ja laden. Ich sehe da unten gar nichts rumwuseln. Hä? Doch, da unten sind sie. Das sind in der Tat ein paar Minecrawler. Hier wären ein Haufen Erze. Gestorben ist hier auch jemand. Der arme Tropf, kann ich hier? Ich probiere mal. Wow. Ich will nämlich die Schwammerl hier ernten. Mein nächstes Ziel ist dann auch, dass wir unbedingt das Kochen uns aneignen. Weil ich möchte dann wirklich sehr gerne unsere eigene Minecrawler-Suppe kochen. Also, ja. Also das Fleisch Minecrawler-Suppe. Ja, auch. Stimmt, die gibt es ja auch. Ich wollte sagen Fleischschwanz-Ragout. So. Aber auch die Crawler-Suppe gibt's. Haben wir schon gelesen. Naja, sind harte Zeiten. Ein Trank, eine Spitzhacke, ein Erzbrocken. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Klumpen Erz, ob ich das wirklich bearbeiten soll. Letztes Mal haben wir so einen hässlichen Bug gehabt. Da musste ich gleich die Aufnahme unterbrechen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Und wegen die paar Erzbrocken, ne. Also, das ist es mir, glaube ich, nicht wert. Hier kann ich, glaube ich, rüberhüpfen. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob es da drüben was Vernünftiges gibt. Deshalb werde ich das mal speichern probieren. So, nicht die Taste verwechseln. Ich verwechsel so gern die Sprungtaste. Heureka! Jawohl, das klappt. Okay. Was wollte ich sagen? Ich verwechsle so gern die Sprungtaste mit der Angriff, mit der Waffenziehtaste, so wollte ich sagen. So. Da ist nochmal ein Erzklumpen. Also es sieht schon aus, dass ich das bearbeiten sollte. Aber ich traue mir halt echt nicht. Wirklich, ich schwöre. Wegen die paar Erzbröckchen, das wird uns wohl nicht das Genick brechen, oder? Sonst, ich meine, ich komme irgendwann wieder mal her. Wow. Wow. Ein bisschen später, wollte ich gerade sagen. Jetzt dachte ich, ich stütze in den Tod, ey. Ich komme wieder her, ein bisschen später und dann, wenn es sein muss, ernte ich die später ab. Aber kann ich mir echt nicht vorstellen, dass ich die wirklich brauche jetzt unbedingt. Boah, Alter. So, nochmal speichern. Unbedingt, weil das habe ich jetzt aus reinem Glück überlebt. Ja, ich bin nicht runtergestürzt und ich habe mir auch nicht das Bein gebrochen. Alles gut. So, dann gucken wir mal, ne? Guten Tag. Ein Butler, noch ein Butler. Schauen wir mal ganz unten. Noch ein... Oh. Ah, schau an, wir haben Besuch. Ein neues Gesicht, das seht ihr direkt an, Kleiner. Jo.
Nun, es ist jetzt Brauch, dass wir Gardisten euch Butler darüber aufklären, wie hier der Hase läuft. Hier gibt's Hasen? Ach so. Wir Gardisten sorgen dafür, dass Butler wie du und deine Kollegen hier Gommes Erz abbauen. Kapisch? Ajo. Das macht ihr, damit wir alle hier drinnen ein angenehmes Leben haben. Ja. Genau, ihr seid fit und ich bin faul. Ihr Butler entrichtet eine Art Steuer an uns. Eine Erzsteuer. Wir sorgen dafür, dass euer Erz in guten Händen kommt und dafür habt ihr ein ruhiges Leben im alten Lager. Auf euch. Deshalb passen wir Gardisten auf euch Butler auf. Also das war jetzt. Hä? Ich denke, dass ich. Das ist so ein wichtiges. Und du. Warte mal, nicht so schnell. Hier hast du eine Spitzhacke und wird zukünftig dein ständiger Begleiter sein. Achso, ja. Du hast deine Erzsteuer noch nicht an mich entrichtet, also mach dich an die Arbeit und sorg dafür, dass du deine Schulden abarbeitest. Mach dir keine Sorgen, wir Gardisten passen auf euch Butler auf. Du wirst also ganz in Ruhe arbeiten können. Achso, okay, ja. Und viel Spaß bei deinen neuen Aufgaben. Ich habe ab jetzt ein Auge auf dich, Kleiner. Na, großartig. Der hat mir Erz gegeben? Schau an, wenn wir hier bekommen, wer vorbeikommt. Gut, dass du da bist. Ich bin gerade... Was? Zeig mir mal, was du so gesammelt hast. Nee. Ah, ein wunderbarer Anblick, dieses Erz, nicht? Mach dir keine Sorgen. Bei mir ist dein Erz gut angelegt. Jetzt hör auf. Wie es scheint... Scheinst du ja ganz schön gearbeitet zu haben. Eine Menge Erz, die du da gesammelt hast. Ich werde das gesamte Erz für dich verwahren. Mach dir keine Sorgen. Bei mir ist das in guten Händen. Betrachte es als... Was? Investition in die Zukunft. Ich werde dein Erz gut anlegen. Darauf kannst du wetten. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich könnte ihn jetzt auf der Stelle umbringen. Ich kann es zwar nicht, aber... Alter! Jetzt habe ich alleine schon 20 Säcke Erz hier abgegeben. Alter, ich hasse den Kerl. Okay, wir müssen das dann doch noch abernten. Oh mein Gott. Am besten ist man nur pleite hier. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich jage Mindcrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Ja, noch bin ich zu jung dafür. Alter, ich glaube, ich weine jetzt gleich. Ah ja, hier haben sie einen Ork eingespannt, ne? Einen Orksklaven. Servus, Viper. Ich könnte jetzt echt langsam kotzen, wirklich. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ja. Das haben schon viele gemeint. Das hört sich bei dir so sarkastisch an. was? Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Mhm. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gommes und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Okay. Kannst du mir Erz geben? Ich bin pleite. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Ah. 125, er bringt mir nichts. Wenn der Hampelmann da hinten mir wieder alles abnimmt. Ich glaube, ich spinne. Was für ein Mistsack, wirklich. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Der Kerl da hinten regt mich auf, ehrlich. Boah, ey. Der regt mich wirklich auf. Was? Wie viel? Der Langbogen ist 240 wert. Den behalten wir aber noch. 17 habe ich hier. Nix. Ach du Heilige.
Kann ich hier noch irgendwas verscherbeln? Lebensmittel sollte ich nicht verbrauchen. Na, ich glaube, das lasse ich mal. Wer weiß, ob uns der Trottel da nicht wieder was abnimmt, ne? Wahrscheinlich schon. Danke. Ciao. Boah, ist das hart. Ja, da kommt man sich ohne diesem DLC als Gothic-Spieler richtig behütet vor. Ciao. Der Schläfer, erwache. Na, bitte nicht. Lass mich vorbei. Jo, geh nur. Nein, bitte nicht. So, wen haben wir denn hier? Den ist wieder ein Minecrawler. Ich habe ihn schon gesehen. Hellenbild, Butler, noch mehr Butler. Gab. Vielleicht kennt ihr ihn. Weißt du etwas über Garrett? Ja, er arbeitet eine Zeit lang mit uns Zauber hier unten im Schacht. Ja. Aber hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Nein. Kurz vor dem Minecrawler-Überfall habe ich ihn das letzte gesehen, ja. Seitdem ist er nicht mehr da. Ja. Einfach so weg, weißt. Er hatte eine wahnsinnige Angst vor den Biestern. Gut möglich, dass er von einem der Viecher gefressen worden ist. Der Trottel der Bläre. Ja, danke, das hilft mir sehr. Jo, gern geschehen. Tut mir leid, hab keine Ahnung, wo der Kerl stecken kennt. Ja, genau. Was macht ein Ork hier? Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Ja. Armer Teufel. Echt. Gut. Ja. Mine. Da oben ist eine Leiche. Ich schau nur kurz. Aha, und dahin sind schon wieder Minecrawler. Ich sollte nicht zu weit nach vorn gehen, weil sonst da gibt es hier einen Auflauf. So, Garrett. Was ich weiß, da hinten geht es noch eine Spur nach hinten. Vielleicht liegt Garrett da hinten. Wenn nicht, dann nicht. Hallo, ein Gardist, ein Butler. Da ist noch ein Orki. Ist hier was? Na? Der redet nicht mit uns. Ein Gardist? Was ist mit dem Ork da? Was ist mit dem Ork da? Unser Gefangener. Sein Glück, dass das Zahnrad des Stampfers gebrochen ist. So kann dieser Hundesohn ausruhen. Wenn der Stampfer repariert ist, wird er wieder arbeiten. Schließlich ist er nicht zum Faulenzen hier. Wow. Da hast du aber Glück, mein Freund. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche an Garrett. Haben Sie denn vielleicht gesehen irgendwo? Schaut nicht so aus. Der futtert einmal, hat er recht. Mal eine Pause. Der ist sicher irgendwo. Dann später da drinnen bei den Minecrawlern. Bestimmt hat wirklich so ein Viech den mitgenommen. Einfach so verschleppt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder der Kerl hat sich irgendwo versteckt. Das kann auch sein. Hallo, Herr Askan. Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler, große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Da muss wohl irgendwo ein Nest sein. Ja. Ja, das war schlecht. Ein Butler, noch ein Butler, Erz und noch ein Butler. Alles namenlos. Da oben schuftet noch jemand. Ich schaue mich mal hier so ein bisschen um im Kreis. Aber ich befürchte, dass der arme Tropf gefressen worden ist. Ein Butler,
Noch ein Butler. Da ist auch nichts Besonderes. Ja, bitte runter wieder. Tja. Die Minecrawler sind halt ein Thema für später. Jetzt wird es nicht so schlau, in den Gängen herumzuspazieren. Das wird eventuell für uns ganz böse enden. Schauen wir hier noch rauf. Gut ist, dass sie schon mal ein großes Tor dorthin postiert haben, dass die Viecher nicht raus können. So, dann schauen wir hier noch rauf. Aber wird auch nichts sein, denke ich mal. Und dann können wir uns schon wieder hier von der alten Mine, ja, so ist es, entfernen. Weil mit den Kräften, die wir jetzt momentan haben, können wir hier nicht viel mehr ausrichten. Freilich könnte man jetzt sagen, wir bullen die Minecrawler zu den Templern. Wir kriegen aber dafür keine Erfahrungspunkte, weil unser Buttermesser, das wir momentan noch führen, das wird den Viechern keinen Schaden zufügen. leider. Sprich, das wäre dann für uns wieder unnütz. Wir würden die ganzen Erfahrungspunkte verlieren. Und später, wie ihr ja wisst, Fans von Gothic, werden wir sowieso auf Minecrawler-Jagd gehen und dann wischen wir mit diesen Viechern den Minenboden auf. Jawohl, der ist hier schon staubig. Jo. Aber das kommt später. Ich denke mal, fürs Erste sind wir hier fertig. Ich glaube, bei dem Gardistendom kann ich jetzt gleich wieder meine 17 Erzbrocken abgeben. Wahrscheinlich hält er mich auf. Nein, habe ich Glück. Dann gehe ich mal. So, Arschloch. Echt, Entschuldigung, aber es hier war mein ganzes schönes Erz. Ich könnte ihm auf der Stelle seinen Gardistenhintern versohlen. Ja, echt, so ein Arsch. Tut mir wirklich leid, die Wortwahl, aber es ist ja wahr. So. Da muss wohl doch was dran sein. Ich guck nur mal kurz darüber, ob man hier vielleicht schon eine Leiche sehen könnte. Ich kann nicht hingehen, aber für den Fall, dass meine Theorie dann stimmt, dass er wirklich gefressen worden ist. Aber wenn, dann denke ich mal, dass das unten beim Nest, dass der beim Nest unten irgendwo liegt. So, das hätten wir jetzt einmal. Als nächstes würde ich vorschlagen, wir kehren zurück zum alten Lager. Und ja, weil wir eh schon die Gegend hier kennen, würde ich mal vorschlagen, wir nehmen den guten Mordruck und bitten ihn, dass er uns ins neue Lager bringt. Wir haben uns da mal das neue Lager anschauen. Vielleicht haben wir Glück und kommen dann auch recht gut bei den Banditen vorbei. Vielleicht kriegen wir da so eine Art Schutz. Hoffentlich. Wäre schön. Ich schaue mich nur kurz um, ob hier vielleicht noch, ob ich was übersehen habe, aber ich glaube nicht. Und dann fehlen nur noch die Sektenspinner eigentlich und dann können wir uns schon einer Fraktion anschließen, glaube ich. Dann dürfte ich schon so ziemlich alle Biester erledigt haben. Jo. So ist einmal der Plan. So. Guten Tag, der Herr. Servus. Auf Wiedersehen. Ich habe nichts zu verkaufen und kein. Hoppala. Kein Erz. Entschuldigung, ich habe mich verdrückt. Ich habe nichts gemacht. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gehört. Du hast nichts gesehen. So, mal kurz speichern. Ja. Dann werde ich mal schauen. Den Rückweg werde ich, glaube ich, jetzt wirklich am Flussufer machen. Weil dann kann ich die ganzen Blutfliegen noch klatschen. Ich weiß, ich kann sie noch nicht ausnehmen. Aber allein für die Erfahrungspunkte sollte uns das wert sein. Servus, die Herren. Sie waren nur Gardisten ohne bestimmten Namen. Genau. Der Arme hier muss immer noch stehen. Der hat leider keine Pause. Mal angenommen. Ich kann noch nicht schleichen. Ich speichere mal ganz kurz. Ich will es probieren.
Vielleicht kann ich mich da unter Anführungszeichen reinglitschen. Warte mal. Ja. Okay, klappt nicht so wirklich. Das wird prügeln. Okay, ich wollte es nochmal probieren. Ich fürchte, ohne Schleichen wird das nix. Okay. Entschuldigung, ich wollte es nochmal probieren. So. Ja. Grüß euch, Burschen. So, wir schlendern zurück. Boah, es ist so finster. Warte mal, ich glaube, gibt es hier irgendwo vielleicht zufällig eine Schlafmöglichkeit? Normal schon, oder? Hier waren doch eh alles, oder? Waren hier Betten? Ich glaube, hier waren nur Zelte, ne? Ohne irgendwie eine Schlafmöglichkeit. Ja, leider. Verdammt mich. Schade, ich wollte mich kurz hinlegen. Damit es wieder hell wird, ne? Ja, muss ich jetzt halt hier durchbeißen. Schuligkeit. Nix da. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.